Also ich bin dankbar, dass ich bei der Sparkasse sein kann. Auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bin ich persönlich als Vorstand dieses Haus sehr, sehr stolz auf die Mannschaft, die wir haben. Ja, ich habe auf jeden Fall die besten Kollegen der Welt. Der Umgang mit Menschen. Punkt. Mein Name ist Antje Gloppert und ich bin hier bei der Sparkasse seit 2003 tätig, aktuell als Baufinanzierungsberaterin in Walsrode. Ich arbeite gern bei der Sparkasse Walsrode, weil es mich glücklich macht, wenn ich Kunden glücklich machen kann und Träume erfüllen kann. Ich bin 2003 zur Sparkasse Walsrode gekommen. Ich habe dort meine Ausbildung begonnen. Ja, der kaufmännische Beruf hat mich eigentlich schon immer interessiert. Vielleicht liegt es auch daran, meine Eltern hatten Tante-Emma-Laden, da bin ich groß geworden. Es ist sehr vielfältig, der Beruf, und jetzt bin ich da angekommen, was mir eigentlich am meisten, nicht eigentlich, sondern was mir am meisten Spaß macht. Mein Name ist Ludwig Mohmann. Ich bin Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Emsland hier im Westen Niedersachsens. Die Sparkasse ist für mich eine berufliche Erfüllung. Man geht mit Menschen um, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit Kundinnen und Kunden, mit der Bevölkerung, mit Institutionen. Und wir haben eine Aufgabe zu erfüllen. Und diese Aufgabe macht fürchterlich viel Spaß. Hi, ich bin Malik Mbai und ich bin seit 2015 bei der Sparkasse. Und jetzt Privatkundenberater in der Filiale am Lindner Marktplatz. Ja, das war 2015. Da bin ich nach langjähriger Erfahrung in der Gastronomie dann auf den Trichter gekommen, dass ich ja doch ganz gut mit Kunden kann. Da ich dachte, es ist vielleicht nicht schlecht, eine Ausbildung zu machen, bin ich dann zur Sparkasse gekommen. Und da hatte ich ein Beratungsgespräch. Ja, bei meinem Beratungsgespräch hat der Berater Eindruck auf mich gemacht. Der war irgendwie ziemlich cool. Da habe ich gedacht, das wäre doch auch mal cool, irgendwie später in der Sparkasse zu arbeiten. Ich war damals schon sehr jung, Abteilungsleiter, Geschäftsstellenleiter in meiner damaligen Sparkasse, Kreissparkasse Nordhorn. Und dort wurden Mitarbeiter, Geschäftsstellenleiter vorgestellt in einer Anzeigenkampagne. Ich war damals im Schwimmsport aktiv und so ist diese Anzeige entstanden, weil ich dort in Trainingssituationen mit Kindern unterwegs bin. Das hört sich nun vielleicht ein bisschen überraschend an. Wer unseren Beruf mag, der fährt gerne zur Arbeit und ist auch gerne bei der Arbeit. Natürlich sind die Tage unterschiedlich, logisch, aber ich fahre immer sehr gerne morgens zur Arbeit und fühle mich wohl, wenn ich auch wieder auf Menschen treffe, die dann mit mir zusammen den Tag gestalten. Ein Tag in meinem Leben sieht so aus, dass ich morgens erstmal herkomme, meine Kollegen begrüße, trinken wir erstmal einen Cappuccino zusammen. Wir haben einen sehr leckeren Kaffee hier, sehr nette Kollegen. Und ja, dann bereite ich mich langsam vor auf die Termine, die ich halt so habe. Und ja, komm gerne her. Man weiß ja auch nie, was der Tag einen so bringt. Am Ende des Tages sieht man, was es dann wirklich alles war. Und es ist halt sehr vielfältig. Also das ist immer, ja, mal hat man solche Situationen, mal andere wieder. Aber grundsätzlich gehen wir mit einem guten Gefühl los, weil so kann der Tag dann halt nur gut werden. Die Sparkasse ist ein super Arbeitgeber im Sinne von, dass sie einen auch berät. Im Sinne von, was habe ich überhaupt für Möglichkeiten jetzt als junger Vater? Ich erinnere mich daran, da ging es um die Elternzeit. Ja, die Sparkasse hat mir dann quasi eine Mitarbeiterin gestellt, die genau für dieses Thema geschult ist und mir dann sehr viele Informationen dazu gegeben hat. Das ist eine super Sache. Meine Tochter hat mich vor 10 Jahren mal gefragt, da war sie noch ein bisschen kleiner, Papa, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Und dann ist man als Banker ja erstmal so ein bisschen überrascht und sagt, was ist das denn? Du hast keinen Hammer, du hast keinen Meißel, du hast kein Auto, was du bewegst, du hast, produzierst ja eigentlich nichts. Und so nach einer Minute Nachdenkens habe ich gesagt, ja, leben, kommunizieren. Das ist das, was wir den ganzen Tag eigentlich machen. Wir gehen mit Menschen um, Mitarbeiter, Kunde, Gesellschaft. Und das ist das, was, wenn man das mag, und ich persönlich mag das sehr, dann den Job und die Arbeit unwahrscheinlich erfüllend machen. Gerade dieses
Haus kaufen, Haus bauen, das ist manchmal die wichtigste Entscheidung für die Kunden im Leben, für viele auch nur einmal. Und wenn die Kunden mit einem Lächeln rausgehen, dann bin ich glücklich und das macht mich halt einfach glücklich. Grundsätzlich ist es so, dass wir schon hier als Baufinanzierungsberater Träume erfüllen können. Das ist der Anspruch, den ich an mich auch habe, dass ich sauber berate, gut auf den Kunden zugeschnitten. Es ist halt nah am Leben dran, ne? Also wir sind hier in Linden. Linden macht ein bisschen so die Lockerheit aus, die die Leute mit sich bringen von alleine schon. Ja, ich sag mal, ich habe teilweise positiven Einfluss auf das Leben der Menschen, ne? Sei es jetzt durch eine gute Beratung oder sei es einfach nur durch ein Problem, das gelöst werden kann hier. Und das macht schon Spaß. Ja. Und man profitiert halt voneinander. Wir verbringen halt die meiste Zeit des Tages zusammen und darum ist es umso wichtiger, dass man sich auch einfach gut versteht und ein gutes Team ist und auch über die Arbeitszeit hinaus verbringen wir oft Zeit miteinander. Ja, aber das kann halt nur in einem gut funktionierenden Team klappen und das klappt bei uns auf jeden Fall. Ja, ich habe auf jeden Fall die besten Kollegen der Welt. Sagen, alles in allem haben wir hier immer ziemlich viel Spaß und ich glaube, die Kollegen, die vor meinem Beratungszimmer sitzen, wissen, dass da der ein oder andere Lacher mal hervorschallt, sage ich mal. Ich denke natürlich an meinen ersten Tag als Vorstand. Das war ein ganz besonderes Erlebnis. Das war dann im Oktober 1991, so lange ist das schon her. Also wenn man als junger, dann gerade mal 33-jähriger Mitarbeiter Vorstand wird, ist das schon ein Highlight im Leben eines Sparkassenmenschen. Und das ist natürlich etwas, an das man sehr, sehr gerne zurückdenkt. Ich bin mega stolz, hier zu arbeiten. Also wir sind ja die Pilotfiliale sozusagen, ne? Wir steppen voran als Beispiel und es macht mich schon stolz und es macht auch viel Spaß und die Kundengespräche machen Spaß auch, also das Feedback der Kunden ist auch super, ne? Die kommen hier mega gerne her und sagen, dass das alles super geworden ist hier. Und Sport im Allgemeinen, Bewegung an der frischen Luft und das Laufen im Speziellen, wenn man jetzt ein bisschen sportlicher unterwegs sein will, macht den Kopf frei. Wir machen nicht den Weg frei, sondern wir machen den Kopf frei. Und es tut einfach gut, sich abzulenken und dann kann ich auch für meine Familie ein besserer Vater sein. Die Arbeit ist ja auch manchmal wie ein Marathon, ne? So ein langes Beratungsgespräch. Natürlich, wenn man dann am Ende durchgezogen hat, sage ich mal, dann ist man froh. Das Ziel immer vor Augen. Also ich bin dankbar, dass ich bei der Sparkasse sein kann, weil es wird der Mensch gesehen und nicht nur Zahlen und so weiter. Und auch in schwierigen Zeiten, wie gerade das mit der Corona-Phase letztes Jahr, da wurden wir auch nicht hängen gelassen. Ne? Wir hatten immer einen festen Arbeitsplatz, keine Kurzarbeit und alles. Das ist viel wert. Klar würde ich meiner Tochter auch einen Job bei der Sparkasse empfehlen. Sparkasse kann nur als Team funktionieren. Wenn wir als Einzelkämpfer unterwegs sind, dann wird unser Geschäftsmodell nicht aufgehen. Ich glaube auch, dass auch in Zukunft junge, ältere Kunden, Unternehmenskunden, Firmenkunden, Privatkunden, vermögende Kunden auch nach wie vor die Menschen brauchen. Ich wurde einmal gefragt, Herr Mohmann, würden Sie, wenn Sie heute vor der Wahl ständen, wieder zur Sparkasse zu gehen, würden Sie das nochmal wieder tun? Und ich habe mit vollster Überzeugung, das sage ich auch heute noch, ja, auf jeden Fall würde ich genau diesen gleichen Weg, weiß ich nicht, das ist ja auch ein bisschen Zufall, aber die gleiche Grundentscheidung wieder treffen. Das Vertrauen ist einfach das A und O. Also ohne das Vertrauen geht es nicht. Und darum ist es umso wichtiger, dass man immer dem Kunden freundlich gegenübertritt und auch diese Basis findet, dass der Kunde einem vertraut und es dann auch einfach weitergeht. Wenn man auf die Truppe der Sparkasse Emsland schaut, auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bin ich persönlich als Vorstand dieses Haus sehr, sehr stolz auf die Mannschaft, die wir haben. So wie es jetzt ist, ist es perfekt für mich. Ich arbeite gerne hier. Ich bin aber auch schon 18 Jahre mittlerweile hier. Also bin hier volljährig geworden quasi. Ich hoffe, dass es einfach so bleibt, dass man immer weiter mit Spaß zur Arbeit geht. Weil nur wenn das gegeben ist, kann man halt auch privat glücklich sein, das sein ganzes Leben rundum organisieren.
Ja, das ist so. Also es wird wirklich sehr viel gelacht hier. Ein bisschen übertrieben war es jetzt, aber vielleicht wirkt es ja authentisch. Ich arbeite gern bei der Sparkasse Walsrode, weil ich Kunden einfach glücklich machen kann und. Ich weiß es nicht. Das ist eine super Sache. Ja, das war's eigentlich schon.